Hallöchen zusammen, willkommen zurück auf meinem Kanal oder willkommen auf meinem Kanal. Ich habe ein neues Video für euch und zwar was ich schon jetzt länger machen wollte. Ich habe mir ja schon im Oktober den Clear Jelly Stamper bestellt gehabt. Das ist er, der Original Clear Jelly Stamper. Darüber habe ich ein Review gemacht und das Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt, linke ich das unten in die Beschreibung rein. Da seht ihr also alle Informationen hierzu. Und ich habe jetzt, als ich kürzlich meine ganzen Moira-Sachen bestellt habe, auch in dem Shop einen Clear Jelly Stamper bestellt. Das ist aber nicht der Original Clear Jelly, das ist also ein No-Name, da steht auch kein Name drauf. Steht auch jetzt nicht Moira oder so drauf. Ich weiß also jetzt nicht, ob der direkt von denen ist oder ob das eine Fremdfirma ist. Das kann ich euch nicht sagen. Und ich wollte halt eben schon lange jetzt ein Vergleichsvideo zwischen den zwei Stampers machen. Und ja, das machen wir jetzt heute mal. Ich werde also hier auch auf meine Nägel stempeln. Ich habe hier nur so einen Basecoat drauf, aber das langt ja. Und wir fangen mal an und gucken uns beide Stampers einfach mal an. Wichtig bei diesen Clear Jellies ist natürlich kein Primen, auf gar keinen Fall. Wenn die nicht funktionieren, dann muss man an der Technik ein bisschen üben, ne? Jeder Stempel ist anders. Ich finde immer, wenn ich die Leute mit in den Nagelfeilen auf den Silikonstempeln rumfuddeln sehe, da wird es mir ganz übel. Die funktionieren. Man muss halt nur eine gewisse Technik anwenden. Bei dem Clear Jelly ist das so, dass man praktisch einfach so eine kleine Handbewegung macht, relativ schnell und über die Platte drüber rollt. Bei dem hier, da schauen wir gleich mal, der ist also relativ weich im Vergleich zu dem anderen, zeige ich euch auch gleich. Und bei dem weichen ist es normalerweise so, dass man da auch ganz sanft eigentlich nur über die Platte rollen muss, nicht viel Druck ausüben. Und wie gesagt, das muss man halt ein paar Mal ausprobieren, aber bitte fuddelt nicht mit irgendwelchen Pfeilen auf diesen Stempeln rum. Weil A, der hier, der Clear Jelly, der Original, ist sehr empfindlich. Ich habe den immer schön gepflegt und gehegt und alles gemacht, wie es sich gehört. Immer schön in seiner kleinen, in dem kleinen Beutel hier mit dem Bubble Wrap Paper aufbewahrt. Und trotzdem hat er hier oben ein Bubu. Seht ihr es hier an der Seite? Und wenn ich das jetzt stempel, also wenn ich hier Motive drauf hole, muss ich immer aufpassen, dass das oben ist. Weil wenn das jetzt unten irgendwo in einem Motiv mit drin ist, dann sieht man das halt logischerweise. Ich habe aber auf der Facebook-Seite vom Original Clear Jelly Stamper so ein bisschen rumgejammert. Und da hat die liebe Dame schon zu mir gesagt, wenn ich also das nächste Mal was bestelle, soll ich ihr Bescheid sagen, dann packt sie mir also einen neuen Stamper Head mit ein. Das finde ich natürlich ganz, ganz lieb. Das ist ein kanadischer Shop und jo. Hier Moira, wie gesagt, da linke ich euch auch unten die ganzen Infos von meinem Haul-Video und da seht ihr, wo ich den bekommen habe und wie ihr den bekommen könnt. Ist natürlich einfacher für euch hier dran zu kommen, weil es ein deutscher Vertreiber ist und wir gucken jetzt mal, ob der genauso gut ist wie der Original Clear Jelly. So, erster Unterschied, der Original Clear Jelly ist kleiner. Seht ihr das? Das ist der Original, das ist der Moira. Der Original Clear Jelly ist relativ hart. Seht ihr? Der Moira ist um einiges softer. Also hier komme ich fast gar nicht rein und hier kann ich schon richtig schön, seht ihr ja, wie das Kissen so nachgibt, ne? Also da kann man richtig schön reindrücken und das ist auch klar, der Unterschied, der hier ist also auf alle Fälle auch ein bisschen stabiler. Man sollte hier mit dem jetzt nicht wirklich versuchen, seinen Nagel da reinzupressen, damit man das Motiv hier hat, dann geht er kaputt. Ne? Das soll man nicht machen. Also der ist wirklich zum Rollen. Der ist auch eigentlich nicht für volle Motive gedacht, sondern ja mehr, dass ihr Motive platzieren könnt. Hier kommt dann schon der nächste Unterschied. Der Original Clear Jelly hat hinten jetzt nicht diese, wie sagt man denn, diesen Aufsatz noch, sondern der ist halt offener. Dem kann man aber abhelfen, indem man das einfach wahrscheinlich abschneidet hier oben, wenn man das haben möchte. Dann hat man hier genau den gleichen Durchblick wie hier auch. Sind also beide schön klar zum Durchsehen. Könnt ihr ja sehen, ne? Dass man da also beide
wunderbar durchgucken kann. Und man kann sie also rausnehmen zum Saubermachen, wenn man das möchte. Wenn da jetzt hinten irgendwelche Fussel drauf sind, dann geht man halt einfach mit so ein bisschen Isopropol, heißt das jetzt wieder Isopropol oder sage ich es verkehrt, Reinigungsalkohol, ne? Mit ein bisschen Reinigungsalkohol drüber, das ist sowieso für dieses Silikon, für diese Wubble-Stamperheads ist das am besten. Ja? Reinigungsalkohol nehmen, mit so einem fusselfreien Tuch drüber gehen und dann sind die sauber und dann sind die auch desinfiziert und wunderbar. Zwischendurch zum Reinigen nimmt man am besten einfach so einen Fusselroller. Das habt ihr schon oft gesehen bei mir. Damit kann man die wunderbar sauber machen. Da geht alles weg und da passiert auch nichts an den Stempeln. Das funktioniert super oder halt einfach ein Streifen Tesa geht auch. Jo, und da sind wir schon bei den Unterschieden. Das war es eigentlich schon so vom Aussehen her. Ne? Der ist fester, der ist weicher. Was ich bei dem hier halt super gut finde, ist, dass man ewig auf den Motiven hier sich seine Sachen raussuchen kann. Das habt ihr bestimmt auch schon in meinen Videos gesehen. Ich tapp dann immer so drauf rum und mache das weg, was ich nicht haben will. Ja, bei dem Clear Jelly ist also auch hier so ein Scraper dabei. Ich benutze den aber nicht als Scraper, weil der mir zu flimsy ist. Ich mag diese flimsy nicht. Ich mag lieber diese etwas festeren. Und deshalb nehme ich den einfach, um Sachen wegzutappen, die ich nicht haben will. Wenn da Sachen um das Motiv rum sind, dann habe ich hier schön Zeit, kann das so wegtappen, ganz gemütlich und kann dann hier den aufsetzen und der stempelt trotzdem. Also der Polish trocknet wirklich fast nicht auf diesen Clear Jelly, auf dem Original. Das probieren wir dann auch, ob das bei dem Moira auch so ist. Ich stempel jetzt gleich auch wieder mit zwei verschiedenen Stempellacken und zwar nehme ich einmal nicht mit zwei Stempellacken, ich stempel mit einem normalen Nagellack, das ist der Finger Paints, den habe ich also auch schon für Swatches benutzt, für eine Maniküre benutzt, der stempelt super gut. Schauen wir mal, wie die zwei damit klarkommen. Und dann stempel ich auch mit einem Esmaltas de Kelly, das ist also ein richtiger Stempellack. Und ich nehme hier die Mother Nature Platte von Moyu, da kann man nämlich wunderbar hier Sachen rausholen. Also zum Beispiel hier dann so ein Blümchen und dann kann ich die Sachen rundherum wegtapsen und dann sehen wir das nämlich, ob dann hinterher der Stempel noch, ob das funktioniert, dass man das halt eben auf den Nagel dann auch aufbringen kann. Wie immer beim Stempeln, ihr wisst's, ich werde das schneller laufen lassen und wir gucken uns dann hinterher nochmal das Ergebnis an und dann ja, sehe ich euch nach dem Stempeln wieder. Und ich blende unten immer ein, welcher der Stempel das jetzt gerade ist. So, und dann legen wir jetzt auch schon los. Thank you.
Hey, da bin ich wieder. Ihr habt's gesehen. Die Stamper funktionieren beide sehr gut mit einem normalen Nagellack und mit einem Stamping-Lack. Da gab's also jetzt keinen großen Unterschied. Komischerweise konnte ich den normalen Lack bei dem Moira Stamper nicht mit dem Scraper hier so wegtappen. Ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe dann einfach ein Stück Tesa genommen. Das geht auch. Ich habe aber lieber hier den Scraper. Den kann ich besser handeln, weil der halt eben dann doch dicker ist als so ein Stück Tesa. Und da kann man ein bisschen genauer mitarbeiten. Ist aber alles, ja, Gewohnheitssache, würde ich mal sagen. Vom Stamping her, bei den normalen Designs hat also der Clear Jelly keinerlei Probleme. Das ist hier also der Clear Jelly. Das tut mir leid. Das war jetzt mein Telefon, was da gebinkt hat zwischendurch. Das ist auch der Clear Jelly. Das ist hier unten der rote mit dem normalen Clear Jelly und der Purple mit dem normalen Clear Jelly. Wie ihr gesehen habt, das ist aber jetzt wirklich passiert, weil ich halt eben in der Kamera stempeln wollte und dann ist der mir hier so ein bisschen weggerutscht. Das war meine Schuld. Normalerweise passiert das nicht, wenn ihr jetzt nicht filmt. Filmen ist immer so eine Sache beim Stempeln. Deshalb habe ich hier hinten nochmal mit dem Clear Jelly diesen kleinen Butterfly hier gemacht und da könnt ihr sehen, da ist also nichts, der ist wunderschön drauf. Klar geht er nicht komplett auf meinen Nagel drauf, aber ihr könnt sehen, das ist alles schön soweit da. Ich muss allerdings zugeben, dass der Moira-Stempel, jetzt wo ich beide habe, für mich der bessere ist. Er ist billiger, er ist einfacher zu handeln, er ist squishy. Ich mag sowieso Squishy-Stempel viel lieber, weil man da halt einfach den Finger dann, ja, man kann das halt so draufdrücken, man muss nicht rollen, ne? Man drückt das Motiv drauf und der Stamper umschließt den Nagel. Und das ist halt einfach einfacher als zu rollen, weil beim Rollen kann es immer mal passieren, dass man das Motiv so ein bisschen verduddelt hier, wie das mir hier passiert ist. Was ich auch sagen muss, der Clear Jelly ist manchmal so ein bisschen tricky, also der ist schwieriger zu handeln. Das ist also für jemanden, der neu anfängt mit dem Stamping, mit diesem, ja, Flicking, mit dieser Flicking Motion, vielleicht nicht immer so. Es klappt nicht immer gleich beim ersten Mal. Das habt ihr also ganz gut gesehen. Besonders, was er also ohne Probleme schafft, sind so Motive hier, die recht dicke Ränder haben. Das ist überhaupt kein Problem. Also hier unten das rote Motiv habt ihr gesehen. Hier oben, nee, das rote Motiv war jetzt nicht, hier die Schmetterlinge, tolles Pickup, aber wenn es dann an die kleinen, delikaten, ja, ich sag immer Scheißerli-Designs geht, dann muss ich echt sagen, dass da der Clear Jelly wirklich, ich versuche das gerade mal zu fokussen, er mag gerade wieder nicht fokussen, warum macht er das jetzt nicht? Ach, come on, jetzt seht ihr das, ganz toll. Die Pusteblume in Lila, die ist also hier mit meinem Moira-Stempel gestempelt. Und der hat das auch sofort, seht ihr ja, richtig schön aufgenommen. Da sind ein paar minimale, hier unten, wo so ein bisschen minimal wirklich was nicht ganz perfekt ist. Aber das finde ich echt schon einen richtig guten Stamp. Für so eine Pusteblume, da habe ich schon mal fast eine Platte aus dem Fenster geworfen. Das ist nämlich ziemlich, ja, nicht so einfach. Und der hat die wirklich sofort, ihr habt es gesehen, ich habe so ein bisschen gedrückt, aber mehr so von oben gestempelt und das hat wirklich funktioniert mit dieser Pusteblume. Der Clear Jelly, da kann man also sehen, hier ist die Pusteblume vom Clear Jelly. Da fehlt doch einiges im Vergleich zu der anderen Pusteblume. So, ich lege das mal so hin. Dann könnt ihr das nämlich, ups, gut sehen. Ist jetzt ein bisschen Finger verkrüttelt und sorry für meine trockene Nagelhaut. Das ist halt jetzt alles einfach nur zu Demo-Zwecken. Also hier ganz klar, ich habe es zweimal versucht mit dem Clear Jelly. Klar, ich würde es jetzt ein drittes, ein viertes, ein fünftes Mal probieren, bis es perfekt ist. Und ich würde es auch mit Sicherheit irgendwann hinkriegen, aber
da muss ich sagen, da hat der Moira ganz klar bei dem delikaten Muster hier gewonnen und hat es halt eben sofort aufgenommen und der Clear Jelly, der Original Clear Jelly, also nicht. Das ist auch von dem Moira, hat also auch direkt wunderbar funktioniert. Hier ist der Clear Jelly wieder sehr schön. Again, beides hat funktioniert. Komischerweise konnte ich den Nagellack nicht mit dem Scraper wegmachen. Ihr habt auch gesehen, ich habe mir jetzt mit beiden viel Zeit gelassen. Das war überhaupt kein Problem. Das ist also der Vorteil von den Clear Jellies. Die mit denen, zumindest jetzt mit den zwei, die ich habe, ja, kann man also echt rumfuddeln auf dem Design. Man kann da ewig, ach, mache ich hier, mache ich da, mache ich dort. Kein Problem, das wird trotzdem auf den Nagel übertragen, das Motiv. Die Farbe trocknet euch nicht aus und das ist halt der große Vorteil. Für meine deutschen Subscriber, für meine deutschen Abonnenten würde ich also hier ganz klar empfehlen, besorgt euch den Moira. Der ist für euch leichter zu besorgen und billiger. So, das ist mein Fazit. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Vergleichsvideo gefallen. Wenn ja, dann Däumchen hoch, lasst mir ein Abo da, subscribt also, dann seht ihr auch künftige Videos. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, auch wenn das jetzt ein bisschen länger war, das Video. Ich finde, das ist wichtig, weil das ist halt so ein Vergleichsvideo und da wollte ich einfach über alles reden. Was euch nicht passt, könnt ihr ja immer vorspulen. Gut, dann war es das aber jetzt endgültig. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tada!